Leo mal versagt. Ja, so, da kommen sie von rechts, das heißt von Westen angeflogen und bereiten sich vor. Dieses Schauspiel sehen Sie auf anderen Luftfahrtveranstaltungen fast nie. Ein Tiger ja, aber zwei Tiger und dann noch ein französischer und ein deutscher. Das ist ein Schauspiel, was man selten sieht. Übrigens, diese beiden Tiger sind jetzt nicht aus Fritzlarse, sie kommen von der deutsch-französischen Heeresfliegertruppenschule in Frankreich, Le Luc, oder um genau zu sein, aus Le Canet de Mort in Südfrankreich. Alles Fluglehrer auf dem Tiger, und wenn sich die beiden gleich über die Hindernisgröße erheben, dann sehen sie auch den deutlichen Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen Tiger jetzt. Und haben Sie keine Angst, auch wenn die nachher mal aufeinander zufliegen. Die wissen ganz genau, was sie tun, und sie fliegen nicht aufeinander zu. Das sieht für Sie nur so aus. Natürlich ist genau dieses Display auch wieder sekündlich festgelegt. Die beiden haben ein exakt festgelegtes Programm, haben das natürlich auch schon genug. Genießt es einfach. Wie können Sie überwachen? Wie können Sie eventuell auf Feinde am Boden einwirken? Übrigens, das Ausbildungszentrum in Frankreich wurde schon 2003 aufgestellt. Das heißt, Sie feiern gerade 20-jähriges Jubiläum. Alle deutschen und französischen Tigerpiloten werden dort ausgebildet.
das war jetzt gerade quasi die Demonstration eines sogenannten Gun Run. Also wenn sie dann tatsächlich ein Ziel am Boden entdeckt haben, dann wird einmal hochgezogen, Kehrtkurve, das Ziel am Boden. Unter die Hinderniskulisse, um nicht mehr entdeckt zu werden. Die beiden Tiger werden Sie auch, also nicht diese gleichen, aber Sie werden die Tiger nachher natürlich auch noch mal sehen im Einsatz, wie das dort aussieht. Vier unterschiedlichen Hubschrauber-Mustang. Weiter geht es in knapp einer Viertelstunde mit der Gefechtsübung mit verbundenen Waffen und mit Unterstützung der Hubschrauber mit Bodentruppen. Und da möchte ich darauf hinweisen, sollten Sie etwas lärmempfindlich sein oder Ihre Kinder dabei haben, sorgen Sie bitte dafür, dass Sie Ihr Gehör schützen, weil es wird knallen. Und es wird Rauch geben. Das heißt, wir sehen gleich in einer Viertelstunde hier vorne, wo die Kulissen aufgebaut sind. Sie sehen sie schon. Dort wird gleich die Infanterieübung stattfinden.